So Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pyro Plus Kingdom Hearts. Das letzte Mal sind wir auf Destiny Island gestrandet und haben ein Schlüsselschwert bekommen durch Joros Holzstab und verfolgen nun den Schatten durch, der das Boot geklaut hat. Boah, das war ja mal flüssig. Fällt immer besser Ja, jetzt habe ich es wieder verkackt. Habt ihr Epic das ruiniert? Bist du nun endlich fertig mit weglaufen und stellst dich uns, du kleiner, unbedeutender Herzloser? Er kann dich nicht verstehen. Er folgt nur seinen Instinkt. Das machen Herzlose. Und was sagt der Instinkt ihnen? Sie wollen Herzen. Dann können sie uns zum Emblem Herzlose werden. Emblem Herzlose? Erkläre ich dir ein anderes Mal. Und nun zu den Herzlosen. Dein Instinkt sollte dir sagen, dass du aufgibst und uns das Boot überlässt. Das versteht er nicht. Auf geht's mit Gewalt. Auweia, das ist kein normaler Schatten durch. Sehe ich selbst, was ist das? Finden wir es heraus. Die Mucke ist epic. Es ist ein Nova-Schatten durch. Damit wir nicht so viel Schaden ausrichten können, müssen wir uns nur auf unseren Angriff verlassen. Und Sora kann von mir Scheiße bauen. Seht ihr, was ich meine? Das ist doch MP-Verschwendung. Die Heilung ist nicht nötig. Das finde ich so kacke, weil ich die Charaktere nicht kontrollieren kann. Mein Gott, er ist ausgewichen. Ah, das ist ja ein zweiter Bosskampf hier. Tja, das hast du nun davon. Und das hast du nun davon. Na, endlich greift er mal an. Na los, bring Sora um. Ich brauche ihn nicht. Ich hab nichts gegen Sora, aber in dem Spiel ist er kacke. Okay, das war jetzt eine Kackrunde. Noch schlimmer. Gut. Okay. Ich glaube am Brathähnchen, ey. Ha. Na komm, bring Sora um, ey. Jetzt bring ihn um. Ich brauche ihn nicht. Dankeschön. Das kann ich auch schon allein machen. Siehst du? Du beleidigst Sora, aber ich hasse dich. Oha, das war ja ein starker Schatten durch. Ich hoffe, das wird jetzt kein neuer Standard. Stella, der. Hey, ja, das wäre übel. Ich würde mir auf der Suche nur alles erschweren. Apropos Suche. Der hat sogar was fallen gelassen. Hol es dich. Ich weiß doch, was es ist. Mal wieder ein Boot erhalten. Da haben wir es. Nun kannst du aber wirklich deine Freunde suchen. Ich freue mich schon. Nochmals danke für deine Hilfe. Keine Ursache. Ich weiß, wie schlimm es ist. Ach, nicht so richtig. Okay, das werde ich dir nie vergessen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Aber nicht doch. Wenn ich meine Freunde gefunden habe, werde ich dich sicher irgendwann auch besuchen. Und wenn wir uns nicht wiedersehen? Weiß ich auch nicht. Auch wenn wir uns nicht wiedersehen. Wir werden uns nicht vergessen. Hier ist noch einmal ein Andenken für dich. Wir kriegen noch Feuer-, Eis- und Blitzschriftrolle. Also wir kriegen mal wieder ein paar Skills, die wir schon vorhin hatten. Also selbst wenn Pyroflo jetzt Schlüsselträger ist, kann er trotzdem noch keine Magie erlernen. Er soll noch kurz schnell die Schriftrolle, also benutzen. Okay, ich bin gerade irgendwie geschwächt. So. Gut, dann erkunden wir mal ein bisschen. Also hier auf diese Schwachstelle können wir noch nicht schwimmen. Wir bekommen dann sowieso noch später was Besseres. Bis dahin müssen wir uns auf nicht tiefes Gewässer verlassen. Da scheint doch was zu sein. Kupo-Stadt, davon ist Level 1. Ach, Kleinigkeit. Möchtest du nach Kupo-Stadt?
Okay. Aber da sind so viele Mogris. Willkommen in Kubo-Stadt, Kubo. Du musst wohl so etwas wie ein Mensch sein, Kubo. Ich bin ein Mogri. Ich mag Fässer, Kubo. Und ich mag Züge. Alter? Du behind... Will er mir mit Absicht den Weg blockieren? Komm, Remy, bist du mit den anderen hier. Ich verkaufe Blumen. Schön für dich. Ich verkaufe Blumen. Schön für dich. Was ist denn da vorne los? Das ist eine Frechheit. Mein ganzer Laden wurde leer geraubt. Kubo. Das ist ja furchtbar, Kubo. Weißt du denn, wer es war, Kubo? Nein, weiß ich nicht, Kubo. Das wäre nervig. Aber wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn wiedererkennen, Kubo. Gibt es hier ein Problem? Ja, wie gesagt eben. Hey, du bist ein Dieb. Deine andere Kleidung hilft dir jetzt auch nicht weiter, Kubo. Bitte was? Ich bin gerade... Spreu dir das! Gib mir meine Items zurück und ich lasse dich gehen. Ansonsten Todesstrafe, Kubo! Wie soll ich denn die Items... Shrike, Dieb! Du hast eine Stunde Zeit, um mir die Items zu bringen. Oder deine Unschuld zu beweisen. Wenn du es hier doch nicht schaffst, Todesstrafe. Und während die Zeit läuft, darfst du Kubo-Stadt nicht verlassen. Ach, wer erinnert mich daran? Also hier oben steht, jetzt würde ich das in einer Stunde haben. Du denkst wohl, du kannst fliehen? Nein, Alter. Okay, würde ich eine Stunde Zeit, aber... Keine Angst, also... Also, wenn es damit... wir kriegen damit die Todesstrafe, wenn wir bekloppt sind und so weitermachen. Also, wir können nirgendwo rein. Die sagen alle, ich spreche nicht mit ihm. Ich handle nicht mit ihm. Und ja. Da ich angeblich Items geklaut habe, haben sie mich hier trotzdem ein bisschen umher. Geile Mülleimern. Aha, da ist eine zu. Wer wirft heutzutage ein Zelt in die Mülltonne, jetzt mal ernst? Okay, da scheint ein Weg zu sein. Wir gehen auf, bitte nicht noch mehr. Zur Hilfe! Ich bin doch hier. Deswegen, ja, du Fiesling. Wir haben doch gesagt, es tut uns leid. Ich check's nicht ganz. Dann wird's aber Zeit. Ich verstehe euch zwar nicht, aber... Aber ich kann euch nicht... Ja, aber ich kann euch nicht einfach so den Herzen überlassen. Tja, wir können es auch auf die harte oder auf die weiche Tour machen. Aber es ist das harte Tour. Ich bin jetzt so OP, aber das liegt nur wegen den Schriftrollen. Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Du meinst, weil ich Herzlose töten kann? Nein, weil du es Herzlose rufst und sie dann vernichtest. Ich habe keine Herzlosen gerufen. Ich könnte es ja nicht mal. Traum geredet, du für mich. Ich bin immer noch verwirrt. Joe meinte, dass wir eben zu dir kamen und wir sagten, dass wir schön finden, dich wiederzusehen. Dann hast du Herzlose beschworen, die uns bis hierhin verfolgt haben. Und dann kamst du erneut und hast sie besiegt. Das heißt, es ist noch frisch, die Spur. Hört mal, Leute, ich bin gerade erst gekommen und ich wurde auch verdächtig, was gestohlen zu haben. Obwohl ich alles gar nicht war. Schon gut, wir glauben dir. Wir sollten dann halt den echten Täter finden. Oh, danke. Ein Taler. Aerosplitter. Ach, fick dich. Ich weiß, dass du schuldig bist. Gib mir einfach mal die Items und du musst nicht lange nach Ausreden suchen. Ich hab sie nicht. So, okay, das ist die geilste Ausrede der Welt. Das hat gut getan. Da. Choro, Tonke, da seid ihr. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Keine Sorge, sobald ihr diesen Schwindler beseitigt habt, werde ich euch alles erklären. Schwindler? Was denn sonst, du Schwindler? Bist du uns genau in die Falle getappt? Ihr denkt, ich bin der Schwindler? Natürlich. Sag mal, seid ihr blind? Ich bin genauso wie vorher. Außer, dass ich ein Schlüsselschwert habe. Und diesen Typ in der Kutte glaubt ihr mehr als mir? Natürlich, ich bin der echte Büroflo. Und wer bin ich dann? Du bist niemand. Nein, niemand.
mir meine Identität wieder, du Schwindler. Irgendwie unlogisch, du kannst dich immer noch Pyroflo nennen. Aber nein, Pyroflo hat jetzt ein Fragezeichen statt seinen Namen drauf. Ja, Pyroflo. Wer hier wo schwindelt? Du kannst nicht gewinnen. Ich war doch schon immer Pyroflo. Doch warst du schon immer Pyroflo? Was soll das jetzt heißen? Wer weiß das schon? Aber ich bin wirklich Pyroflo. Nein, bist du nicht. Merkst du das nicht? Bitte, bitte nicht. Ihr müsst mir glauben. Du bist nicht Pyroflo. Zumindest im Moment nicht. Genau, du bist vielleicht nicht Pyroflo, aber ich weiß, dass wir Freunde sind. Danke, Leute. Du bist nicht Pyroflo, zumindest im Moment nicht. Aber das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Solange du nicht Pyroflo bist, wirst du nicht verdächtig. So ist meine Identität wieder. Ja. Konnten wir mal hier? Nein, können wir nicht rein. Aha, hier können wir rein. Okay. Falls einige von euch sich noch an meinen Super Mario Fan Art PG LP erinnert, kennt bestimmt den alten Schaufeltoad. Hallo, wollen wir Freunde sein? Nö. Aber das ist Schaufeltoad. Der abspackende Toad von damals. Gut. Wie viel Geld habe ich eigentlich bei mir? Gut. Hier kann ich jetzt eigentlich meine Waffe umschmieden. Willkommen. Sieht also aus, als ob deine Waffe ein Update brauchen würde. Interessiert? Und wie? Gut, wie soll dein Schlüsselschwert umschmieden? Wunderlampe oder Maritim? Also ich benutze immer Maritim, weil es ein hohes Tempo besitzt. Okay, einen Moment, Kupo. Fertig ist es. Dein Schlüsselschwert ist zum Maritim. Ja, das müssen wir uns aber leider wieder ausrüsten. Denkt ihr mal dran? Gut. Gut, also da ist noch wieder so eine... Ich glaube, das soll die Müllhalde sein. Okay, HP-Boost. Wer könnte das jetzt am besten brauchen? Choro. Ich verkaufe was ganz tolles, Kupo. Möchtest du so... Ja. Oh, dann haben wir nur noch einen Taler. Da hast du eine Wasserschriftrolle. Es ist eigentlich hilfreich für später. Glaubt mir. Naja, gut. Dann verlassen wir das hier mal kurz. Und la 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 la. Ja, hier gehen wir mal kurz in den Laden. Gut, verkaufen den Holzschwert, den wir haben. Okay, was können wir jetzt hier gerade kaufen? Ein rundes Holzschild. Geben wir es Tropke. Schließlich hat sie gar nichts. Also mit anderen Worten, die kämpft gerade mit, also mit eigener Faust. Okay. Gut, was machen wir nun? Was machen wir nun? Wir durchsuchen diesmal alles, weil wir können jetzt rein, weil wir nicht Pyroflo sind. Oder niemals Pyroflo die ganze Zeit waren. Ich mag Fisch, Kupo. Ach. Und ich mag Fischstäbchen. Und Thunfisch. Vor allem Thunfisch-Sandwich. Habe ich sogar in einem Storm 1 Part mal gefressen, während ich gezockt habe. Okay, ich bin königlich, Kupo. Und nein, bist du nicht. Verbuggt! Nicht schon wieder! Ich schreibe ein Tagebuch. Okay, ich muss mal Pyroflo wieder ein bisschen zum Einschlafen bringen. Okay. Schon ein bisschen kacke hier. Schade, dass man das irgendwie nicht so beheben kann. Na gut, geht dann. Okay. Speichern. Name Mogri. Alter Kupo. Heimat Kupo-Stadt. Dümmstes Tagebuch ever. Hahaha, ich mag das schon jetzt. Gut, was ist da drin? Okay, der spielt wohl Klavier. Ich bin ein Klavierspieler, aber ich muss noch üben. Komm später nochmal wieder. Wisst ihr was? Das werde ich auch mal tun. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. So, der Typ ist fast süchtig. Ich mag Fässer, ich mag leere Fässer. Das Problem ist, in einem meiner Fässer ist eine Potion.
Kannst du sie bitte nehmen und, mir das Fass leer, ich würde dich auch belohnen. Cool, ich werde belohnt, etwas zu ein Item aufzuheben, das dann mir gehört und ich kriege noch gleichzeitig eine Belohnung. Was hat er davon? Okay, nur leere ist aber egal. Vielen Dank für deine Hilfe, hier ist die versprochene Belohnung. 20 Taler, danke. Ich geld geile Sau, du. Okay, 21 Taler. Ei. Okay. Geh jetzt mal in dem Haus. Okay. Ja, jetzt können wir uns auch mal kündlich fühlen, aber egal. Da scheint es wohl berg runter zu gehen. Aha. Da ist ja jemand. Da bist du ja, Pyroflo. Pyroflo? Nie gehört. Ihr seht drei Fragezeichen. Ihr werdet diese... Also, was ist das bloß? Naja. Wartet, ihr zwei bringt euch in Sicherheit. Ich erledige das. Jawohl. Auf geht's. Blitz. Sogar hier bin ich gerade noch OP. Na also. Kommt ihr mit? Na klar. Naja, wir haben ja etwas aufgemacht und dorthin müssen wir jetzt auch hin. Dort müssen wir jetzt auch hin, dorthin müssen wir jetzt auch hin. Der Satz war jetzt unlogisch. Kann ich eigentlich da rein? Nö, verschlossen. Ach, gute Nacht, Pyroflo. Ich kann mich jetzt auch mal gerade hinlegen. Nein, kann ich mich nicht. Ein Stuhl. Das war gut getan. Und zum tausendsten Mal. Wäre mal geil, wenn ihr das alles aufzählen würdet. Okay, das ist eine Truhe. Ein Ether. Und da ist Pyroflo. Hey du, was willst du? Gib die gestohlenen Items um meine Identität wieder. Wie du willst, aber es ist nicht klug, Pyroflo zu sein. Was? Na, mir ist es egal, denn ich bin niemand. Ich bin niemand, im Gegensatz zu dir, denn du bist Pyroflo. So ist es recht. Haha, viel Spaß mit der Todesstrafe. Verflixt. Moment mal. Gib mir gestohlenen Items wieder. Hey, du denkst doch nicht, dass ich es dir so einfach mache. Und so? Schon besser. Aber wir sollten doch langsam begreifen. Wir? Hey, ja. Wie denn auch sei, du solltest dich beeilen. Gib mir einfach die Items. Tja, du solltest sie wohl hier in Kubostadt suchen. Ich habe sie nämlich versteckt. Na, warte du! Es hat keinen Zweck, Pyroflo. Beeil dich lieber mit der Suche nach den Items, bevor der Mogel dich köpfen lässt. Naja, ihr seht doch, ihr kann nicht auch noch nicht durch. Ich glaube, erst später. Und ja, wir haben nur noch 10 Minuten, bis die Todesstrafe kommt. Aber dieser Mogel achtet auch genau, dass es pünktlich ist. Aha, da unten leuchtet auch was. Tja, 1 von 4 gestohlenen Items. Okay, dann fehlen uns nur noch 2. Vergiss es. Man kann das Spiel auch so banken, wenn Pyroflo sagt, er geht pennen und wir automatisch die nächste Map wechseln. Ich hab's schon wieder hingekriegt. Double. Okay, hier kann ich's vergessen. Langsam nervt es mich, Pyroflo zu verbuggen. Das ist jetzt irgendwie doof. Ja, pen endlich. Ja. Alter. Gott sei Dank werde ich das später los, diese Pen-Teil. Also ja, den Pen-Modus. Naja, ich soll doch mal ein bisschen normal laufen. Schließlich haben wir 8 Minuten und 50 Sekunden. Oh, verpiss dich, verpiss dich. Ich spreche nicht mit dem. Naja. Okay. Gib mir dir bleibt nur noch wenig Zeit. Du hast die gestohlenen Items übergeben. Na also, warum nicht gleich so? Naja, diesmal will ich dir noch verzeihen, aber mach das nie wieder, Pyroflo-Kupo. Ach, mir wurden nur 3 Items gestohlen. Das hier könnt ihr behalten. Boot-Upgrade. Dein Boot wurde geupgradet. Es ist nun ein Schiff und kann auch über dunkle Stellen schwimmen. Ich betreibe nun wieder meinen Laden. Es wäre
Ich wäre dir wirklich sehr verbunden, wenn du die Sachen dort legal erwerben würdest. Nö. Naja, wir sind hier schon mal fertig. Hat ja ein ganzer Part gedauert, ey. Naja, ich würde mal sagen, wir beenden hier den Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr es von mir einen Daumen oben geben, es von Favoriten legen und wenn ihr freundlich seid, auch ein Abo hinterlassen. Ciao!